Hallo, Harley hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic World of Xeen. Es tut mir leid bei der letzten Folge, das lief ja wirklich grandios. Ne, wir werden das jetzt also erstmal ein bisschen schneller angehen. Hopp, 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 hopp. Schloss Murlock, wo bist du? Ah, da. Diesmal habe ich es wenigstens auch hier liegen. 24 11 24 11 aus. Nicht an, sondern aus. Betreten, ja. Ach, ja, die Hampelmänner. So, Mission 1. Der Frau ihre komische Tiara geben. So, Tür öffnen und Rinja. So, lese ich jetzt nicht nochmal durch, hatten wir ja schon. Und wir stauben jetzt erstmal die Punkte ab. Und werden diesmal beim König nicht die Sachen klauen. Gibt nur wieder Ärger. Ach. Ne, lernen durch Schmerz, ne? Und Motivation durch Entsetzen. Aber kann nur besser werden. So, na. War hier drin eigentlich irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Man kann ja noch in den Keller gehen. Statt nach oben. Ach nee, hier war nur der. Ach so, schön gestaltete Raum. Den brauchen wir uns dann auch nicht angucken. Aber was war denn im Keller? Oh, ich habe getroffen. Na kommt, Leute. Na, och. Das läuft wieder. Das verstehe ich immer noch nicht. Warum treffen die nicht? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Wenn Zauber oder so mal kurzfristig fehlschlägt, ist ja in Ordnung. Ist da noch einer? Nee. Da ist nix. Hier ist auch nix. Noch eine Schlosswache. Na egal. Öffnen. Naja, egal. Jetzt. Oh. Das muss wirklich wieder mal rein über Magie laufen. Ich weiß nicht warum. Es ist halt so. Ja. Weiter geht's. Da ist noch einer. Noch. Dieser komische Energieschlag reißt es jedenfalls voll raus. Aber. Ach, da hinten nur so einer, der ist egal. Na. Ah, da krieg ich doch. Mach die Luke mal wieder dicht. Schlafen. So. Energiepunkte wieder voll, oder jetzt aber. Feuer. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will jetzt mal weiterkommen hier. Na Schnauze. Da ist nix. Hier wird auch nichts sein. Und da drin ist auch nichts. Dem Eimerchen ist auch nichts. Und weiter geht's. Na, da ist nochmal so einer. Das ist ja. Das ist ja. Was mir in der letzten, muss ich ja sagen, ist jetzt halt die vorletzte Folge aufgefallen ist. Ne, ich bin ja doch einer der Leute, die gut quatschen können, wenn sie sich nicht aufs Spiel konzentrieren müssen. Ne? Das war ja mit der Erkundungsmission, ne, mit alle Welt nur angucken, war halt, wie gesagt, ein Eistroll. Die habe ich ja in Skyrim schon gehasst. Aber die sind hier bei weitem nicht so schwer. Ja, also wie gesagt, das ist mir da aufgefallen, weil wenn man sich nicht vom Spielfluss ablenken kann, da kann man ja quatschen. Er ist ja ein Traum, ne? Aber dann denke ich mir auch wieder immer, okay, ist zwar schön, aber muss ich auch nicht immer haben. Ich habe mir dafür nämlich jetzt was anderes ausgedacht, was ich jetzt auf den Kanal bringen werde. Das seht ihr jetzt, warte, diese Folge kommt Samstag, also morgen.
Für die, die es nicht Schlamm. Wer will trinken? Wer trinkt denn bitte Schlamm? Aber wir können erstmal den Tageszauber nochmal nehmen. Es soll keiner den Schlamm trinken. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Ja, da ist auch nichts. Wer will suchen? Ja. Mantel. Einen Mantel. Ich habe wenig genug wer. Na, ich muss dann sowieso das ganze Inventar dann doch nochmal irgendwie aufräumen. Da habe ich mir überlegt, das schnippel ich danach raus. Außer halt, ich finde nachher schöne Sachen. Oh. Oh. Lass mich in Ruhe. ja. Mittagsschlaf halten. Und Notspeicherung. Halt, aber jetzt machen wir es wieder anders. Ich will was probieren. Wenn ich jetzt irgendwie totalen Mist in der Folge mache, kann ich ja nicht einfach sagen, ich fange woanders an, da ich ja immer meinen alten Spielstand überschreibe und deswegen ich nicht sagen kann, oh, es ist gar nicht passiert. Das fällt immer sofort dann auf. Okay, ein Feuerdrache ist wirklich böse. Und kann wieder nicht getroffen werden. Neu, Kälteschaden. Kälte kommt doch bestimmt gut. Kälte. Ne, haben wir nicht. Dann muss er halt, hallo? Ah. In Säure baden. Zauber, neu, Drachenschlaf oder sowas. Habe ich doch irgendwo mal... Oder habe ich mir die nicht gekauft? War ich damit zu geizig für? Ich habe keine Ahnung. Aber ich mache mir jetzt hier ehrlich gesagt keine Hoffnung und bin froh, dass ich vorher gespeichert habe. Oh, Frost klappt. Was kannst du denn noch benutzen? Feuer. Toll. Ja, Kälte. Ja. War abzusehen. Ist nicht schlimm. Nö, nein, ist es nicht. So. Ja, Feuerdrache, du darfst da gern drinne bleiben. Ich sehe das nicht so. Ne? Was haben wir hier? Nichts. Das ist einfach. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mal andere Sachen sehen wollt, ich habe zum Beispiel auch noch hier, ich mache jetzt mal so einen Überriss, ne, über das, was jetzt noch kommen wird. Schade, ich hatte vielleicht die Krone hier im Kerker gefangen, aber der ist ja in irgendeinem Turm. Aber egal, jetzt müssen wir erstmal noch den König anquatschen. Genau, so, bla 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 bla. Sechsten Spiegel suchen beim Vulkan. Und jetzt noch in die Ecke. Ne, bevor ich jetzt erzähle... So, der Berater, der Typ ist dem und dem Turm. So, schneller, schneller, schneller. Halt, wo will ich denn jetzt hin? Da muss ich rein. Genau, zu dem wollen wir noch. So, Megakredit, Mauer, ja, schön. Ja, ich dachte mir, ich werde jetzt wohl diese Folge mal nutzen, so für eine Art Überblick. Und zwar, ne, erstmal für die, die das jetzt noch sehen, die mich eigentlich nur schauen, weil ich halt mit dem... Na, egal. Weil ich ja mit dem Dungeon Keeper Let's Play angefangen habe. Es geht bald weiter. Ne, das hatte ich ja auch schon unter in den Kommentare. Unter dem... ja. Unter dem Dings, ne? Also unter dem... Unter dem Pausierungsvideo von Dungeon Keeper geschrieben, nachdem ich darauf angesprochen wurde, es geht weiter, wenn ich mit Z fertig bin, dann wird erstmal Dungeon Keeper zu Ende gemacht. Halt, parallel zu Might and Magic. So, erstmal die Klerikerin. Eines Tages benutzte ich den Skarabäus der Bilder für einen meiner Zauber, als aus dem Himmel ein paar Wasserspeier erschienen. Während ich gegen sie kämpfte, schnappte sich einer mein Skarabäus und sie flogen alle in Richtung Wüste. Ich weiß nicht, warum sie ihn nahmen. Außer, dass sie immer Sachen klauen. Ich brauche den Skarabäus wieder, damit ich meinen Spruch beenden kann. Bringt ihn mir und ich belohne euch.
So, das ist ja. Ne, warte mal, bevor ich jetzt dahin. Ja, Tageszauber. Jetzt erstmal. Schade, ich dachte, mit dem Schwebenzauber komme ich auch hier über dieses tiefe Wasser rüber, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich wollte jetzt nämlich zu meiner eigenen Burg mal vorbeischauen, die war ja hier unten. So, Ebenerz, der Steuerholer. Die Arbeiter haben den Schutt beseitigt und das Mauerwerk aufgebessert. Ihr solltet euch das einmal ansehen. Oh, noch etwas. Einer der Arbeiter fand während des Aufräumens diesen Stein. Hier. Ich dachte, das könnte euch vielleicht interessieren. Stein des Terrors. Ja, was man nicht alles so in seiner eigenen Burg findet. Schutt durchsuchen. Da ist nichts. Okay, wir haben die Außenmauern anscheinend, in denen noch überall nur Müll drin rumliegt. Holzstapel. Jetzt könnte ich das alles durchsuchen. Och nee. Kriege ich aber auch Anfälle. Grube, wer will hinabsteigen? Aha. Okay, es lohnt sich wohl doch hier alles zu durchwühlen. Oh Gott. Nein, nur das soll ich wohl nicht durchwühlen. Okay. Das. Da seid ihr unentschlossen, also lasst es bleiben. Da ist nix. Ich durchsuche. Ja, Grube durchsuchen. Ja, ich muss gleich auf alle Fälle nach dieser Folge wieder das Inventar aufgeräumt. Es geht ja alles schon nach Rebecca und so weiter, die ganzen Sachen, die ich finde. Das heißt, wir sind schon fast am Ende angekommen. Da ist nix. Hier ist. Ach so, da suchen die das gar nicht. Ist hier noch was gewesen? Ich dachte gerade, hier schwimmt was rum. Okay. Neuburg verlassen, ja. Wie läuft das denn jetzt weiter ab? Muss ich jetzt wieder nach. Ich versuch's einfach mal. Nach Schloss Burlock zurück. Nach Schloss Burlock zurück. Und dann dort wohl nochmal kreditslos werden. Ne, man versucht da jetzt dahinter zu steigen. War das hier? Ja. Eine Festung in euren Mauern. Nur 5 Megakredite zahlen? Jo. Ihr habt nicht genug Megakredite. Was? Ich dachte, ich hätte so viele. Schade. Wo sehe ich das denn? Da. Gegenstände. 3 habe ich nur. Nur 3. Das heißt, mir fehlen noch 2. Im Jagdtempel habe ich aber alle, ne? Okay. Dann hat sie das erledigt. Was wir jetzt aber machen müssen, ist, glaube ich, nee, ich wollte gerade sagen, ein Level aufsteigen, aber Pustekuchen. Sie natürlich wieder, ne? Sie kann das, aber der Rest? Nö, Pustekuchen. Okay, Aufgaben. Ne? Knochenpfeife, Klauen, Heilige Buch der Elfen, Skarabäus, der Bilder zurück, irgendwo in der Wüste, Winterthrott befreien, Krone befreien, sechsten Spiegel. Okay, wo ist denn der Turm? Ich dachte, Schloss Burlock betreten. Ja, so. Ich hätte mir das nochmal genau. So. Wir reden jetzt nochmal mit dem Berater. Ob der Krone noch nicht gefunden, sucht weiter. Wo ist denn der Turm? Ich bin doch jetzt hier durch. Och, lass mich mit dem Gebimmel in Ruhe. Da? Das Buch der Astrologie. Wer will lesen? Okay. Ja, das könnte alle lesen, ne? Man kann nie genug Talente haben. So. Ist hier auch was? Buch der Sprachen. Linguist. Könnt ihr auch alle lernen. Ist alles kein Problem. Warum für Talente Geld ausgeben, wenn man die sich einfach so belesen kann? Apropos belesen, ich hab jetzt ja. Haha, das mache ich glaube ich noch vorher. Ja, ist ja gut. Ich brauch die Karte gerade nicht. Ich dachte mir nämlich, nachdem wir ja letztens so. Letztens, ja, also in einer der ersten Folgen ja so glorreich bei dieser einen Quest weil ich so glorreich bei der einen Quest versagt habe.
Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Da brauche ich aber, glaube ich, Stift und Papier für. Das mache ich gleich. Ich möchte diese eine Quest hier nochmal lösen. Und ich habe jetzt eine Karte. Und da werde ich mal gucken, ob ich das mit Hilfe der Karte gelöst kriege. Weil auch auf den Zeitschriften, da sind ja lustige Karten abgebildet, ne, wie die Welt halt komplett nach aussieht. Also ist so eine grob strukturierte Karte, nicht mit jedem einzelnen Feld. Die gibt es zwar auch, die müsste ich mir aber größtenteils halt ausdrucken und da steht auch jede Falle drin, aber wie gesagt, das will ich ja gar nicht. Ich habe da halt einfach nur so eine große Weltkarte, wo halt gezeigt wird, in der Ecke der Welt befindet sich das und in der jenes. Und genau die brauche ich jetzt ja für diese komische Quest, die uns letztens ja die Kartografie gekostet hat. Und dann denke ich mir, dass die Erfahrungspunkte, die wir da kriegen, vielleicht reichen für den nächsten Level ab. Und ja, deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich versuche die Karte zu finden und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.